Kannst du mir kurz erzählen, auf welchem Event wir heute sind und was da das bedeutet, dass du da heute dabei sein darfst? Ja, wir sind da heute am Feuerwehrball der Stadt Steyr. Es ist der größte Ball in der ganzen Stadt. Er wird von der Feuerwehr organisiert, das ganze Jahr wird geplant. Alles nur für diesen einen Abend. Und er ist auch immer recht gut besucht und immer ausverkauft, sobald die Karten raus sind schon fast. Und es ist auf jeden Fall immer ein schöner Moment, dass man einfach teilhaben kann an dem großartigen Ereignis. Also bist du das ganze Jahr eigentlich dann darauf vorbereitet, dass du heute dann da sein darfst? Ja, vorbereitet, aber man freut sich halt schon seinen letzten Ball wieder auf das Ereignis, weil man einfach weiß, man trifft da alle vor die hohen Bürger, von den hohen Politikern wie dem Bürgermeister bis hin zu den Freunden aus Schulzeit. Es ist einfach jede Altersgruppe und jede Persönlichkeit vorhanden und es ist einfach immer wieder ein schönes Erlebnis. Du warst aktiv beim Balllaufbahn dabei. Wie viel Arbeit war das circa? Ja, man kann ungefähr sagen, die Feuerwehr Steyr besteht aus 5 Löschzügen. Dort waren jeweils täglich so an die 10 bis 20 Kameraden eingeteilt beim Bahnaufbau und dass wir halt mit dieser erheblichen Mannkappe, dass wir den Aufbau bewältigen haben können. Wie lange hat es gedauert, bis alles fertig war? Ja, die finalen Arbeiten haben gedauert bis heute Nachmittag, sage ich mal so um 17 Uhr, war der Großteil bereit für die Ballnacht. Wann habt ihr angefangen zum Planen und zum Aufbauen? Ja, die Planung, die startet jedes Jahr eigentlich nach Beendigung vom Ball. Wird die Planung fürs nächste Jahr schon vorgenommen, um etwaige Änderungen bzw. Erkenntnisse mit aufzunehmen und da beginnt schon wieder die Planung. Also das ganze Jahr wird geplant für den Ball heute? Ungefähr und ab Herbst intensiv. Danke. Scheitern und verfluchen, dann geschieht es irgendwann. Wer zieht an den Fäden, wer bestimmt das Spiel? Wirst du dich ergeben, läufst du weiter bis ans Ziel? Mir war immer klar, der Tag wird kommen. An dem du gehen willst, das wünschst du dir sehr. Bald, doch nicht jetzt. Aber glaub mir, Kind, Mutter weiß mehr. Mutter weiß mehr, glaub doch deiner Mami, die Welt hält nicht, was sie verspricht. Ganz schlecht angezogen, unreif, tollpatschig, bitte, das überlebst du nicht. Ich bin naiv, auch noch ziemlich schmutzig, verwirrt und auch ein bisschen unschwach. Und so wie es aussieht, auch ein wenig komisch. Ich mein's doch nur gut mit dir. Mutter weiß Bescheid, ich will doch nur helfen. Alles, was ich will von dir. Mutter. Ist das heute euer erster Besuch beim Feuerwehrball in Steyr? Nein, wir sind eigentlich schon immer dabei. Wir haben das mitgemacht und im Museum der Arbeitswelt. Wir waren im Reithofer und der krönende Abschluss ist jetzt hier oben in der neuen Stadthalle, wo wir eigentlich jedes Jahr Stammgast sind und es ist ein Weltklassenball und es ist perfekt. Wir lieben es. Was habt ihr denn heute noch vor? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, weil wir haben heute in Pfarrkirchen auch Feuerwehrball und da müssen wir eben zur Mitternachtseinlag oben sein, weil unser Sohn auch Akteur ist. Aber ein Stadtfeuerwehrball lasst euch trotzdem nicht entgehen. Ja,
Nein, wir haben heute eine geteilte Ballnacht. Genau. Aber wir werden auf jeden Fall die Zeit, was wir da sind, so nutzen, mit Tanzen, mit Kontakte pflegen, Spaß haben. Für das ist der Ball da und das ist perfekt. Dankeschön. Ja, super, es ist eine super Attraktion, immer schön und einfach immer super Leute zum Kennen. Wart ihr schon mal da? Wir waren letztes Jahr und vorletztes Jahr war ich auch mit meinem besten Freund schon da. Und man sieht viele Leute, die man sonst einfach nicht trifft. Und es ist einfach eine super Location und von dem her super Ambiente. Wie viele Leute schätzt ihr, seit da sind? Oh. Das kann man, glaube ich, gar nicht sagen, ich weiß wirklich nicht. 1000 sicher. Nein, nicht einmal, nein. 600-700 sowas, schätze ich mal, ungefähr. Zahlt sich schon aus, dass man herkommt, oder? Auf jeden Fall, von dem her ist immer super da. Das ist einfach der Feuerwehr Christkindl, also vom Löschzug 4. Und so wie viel Zeit sind Sie heute vertreten? Ich weiß gar nicht, es sind schon ziemlich einige von unserem Zug dabei. Also es ist eigentlich fast der ganze Zug. Und natürlich die ganzen Freundinnen und die Frauen sind auch dabei. Und gefällt es euch dabei? Ja, durchaus ein schöner Ball da. Jetzt mal wieder frei, umherkommen dürfen.